Hi, du möchtest deinem SQL-Server die letzten Komfortfunktionen und den letzten Schliff in puncto Sicherheit geben? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Mein Name ist Christoph Dürlik-Prenzinger von DataMate und das ist SQL 7 ganz einfach Teil 3. Im heutigen Video geht es um die Installation von wichtigen Schutzfunktionen für unseren SQL-Server und um Komfortfunktionen, um unseren SQL-Server die Installation wirklich abzuschließen und den Server guten Gewissens im Internet anbieten zu können. Am Ende des Videos werdet ihr einen Server haben, den ihr bedenkenlos unter einer beliebigen Domain oder Subdomain euren Kunden anbieten könnt oder euren Nutzern anbieten könnt und gleichzeitig habt ihr das gute Gefühl, einfach die wichtigsten Dinge einfach getan zu haben, um euren Server abzusichern. So, ich habe da wie bisher auch immer euch ja schon mal eine kleine Grafik vorbereitet. Ihr erkennt sie bestimmt sofort wieder aus Teil 1 und Teil 2. Wir haben zuerst im Teil 1 den SQL Server installiert unter Ubuntu 18.04. Im Teil 2 haben wir einen Nginx Web Server und ein Let's Encrypt Zertifikat hinzugefügt. Ja, und im heutigen Teil geht es eben um das Thema Komfortfunktion. Das ist dieser kleine grüne Kreis und eben die Alarmfunktion, nämlich die Schutzfunktionen. Konkret habe ich mir vorgenommen, für dieses Video euch zu zeigen, wie man einen Autostart von SQL einrichtet, dass man einfach sicher gehen kann, selbst wenn der SQL aufgrund von Wartungsarbeiten beim Hoster oder ähnliches, er wird neu gestartet, dass dann SQL auch nach dem Neustart automatisch wieder zur Verfügung steht. Ich möchte gerne das Thema automatische Backups, Entschuldigung, nicht automatische Backups, automatische Updates, insbesondere Security-Updates, sozusagen zeigen, wie man das einrichten kann, dass Sicherheitsupdates automatisch eingespielt werden. Ich möchte die SQL-Ports weiter einschränken, weil ein Dienst ist immer noch sozusagen nicht eingestellt auf 127.0.0.1, sondern auf potenziell für jeden sozusagen erreichbar, auch über das Internet. Das möchte ich weiter einschränken. Und in Kombination mit einer Basis-Firewall, die wirklich nur die Ports 22, also SSH, und die Ports 80 und 443, also die Webzugriff erlaubt, können wir dadurch sozusagen schon mal die Angriffsfläche weiter einschränken. Und im letzten Schritt, Brute-Force-Schutz, möchte ich diese Dienste, die eben noch von außen erreichbar sind, nämlich SSH auf dem Port 22 und die verschiedenen SQL-Dienste in Form von Web-Login, WebDAV-Login und API-Login, die möchte ich auch ganz speziell schützen, dass sie eben nicht durch einfach beliebiges Ausprobieren sich ein Angreifer die Zugangsdaten irgendwann erholen kann, weil einfach im Endeffekt ist es umso, wenn er genug Zeit nur zur Verfügung hat und die Möglichkeit hat, beliebige Kombinationen auszuprobieren, wird er irgendwann die Zugangsdaten erraten. Und genau dagegen wollen wir eben vorgehen, wollen Sicherheitsfunktionen einbauen, die genau das verhindern werden. So, ich würde auch vorschlagen, wir legen direkt los. Im Endeffekt die Kommandozeile habe ich direkt schon offen. Und wie gesagt, es geht jetzt erst um das Einrichten eines Autostarts von SQL, dass ich eben nicht immer SQL.sh Start oder chub.sh Start machen muss, sondern über das Ganze über systemd machen kann. Wie gewohnt starten wir auf der sql.de Webseite. Ich gehe hier wieder auf Support und dann auf das SQL Manual. Und hier gibt es den Punkt Start SQL at System Boot Up. So, hier wird das Ganze auch schon beschrieben für Ubuntu 15.04 oder neuer oder Debian 8. De facto ist es so, wir legen zwei Dateien an, nämlich unter systemd System eine SQL-Service und eine chub-Service und dann können wir diese beiden Dateien aktivieren und dann haben wir unseren Autostart. So, legen wir damit mal los. Im Endeffekt etc systemd system und ich mache eine SQL-Service. Und jetzt kann ich einfach hingehen und mir diesen entsprechenden Code-Bestandteil kopieren. Wichtig, es gibt zwei Stellen an diesem Skript, die ich anpassen muss. Zack. Im Endeffekt, man sieht hier dieses Dollar, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, entspricht oder es soll ein Platzhalter für das SQL-Verzeichnis sein. Im Endeffekt, hier schreibe ich hin Home SQL, weil dort unter diesem Verzeichnis SQL installiert ist. Das gleiche gilt auch für diese Zeile. Und jetzt gibt es noch einen Punkt. Im Endeffekt, die systemd-Autostart-Funktion kann auf andere Dienste warten, beziehungsweise man kann definieren, welche Voraussetzungen oder welche Dienste schon gestartet sein müssen, bevor man SQL startet. Und hier ist sozusagen schon mit der Kommentarfunktion vorgeschlagen, man könnte entweder MySQL.Service oder auch PostgreSQL Service angeben, je nachdem, welche Daten man eben verwendet. Und ich verwende hier die MySQL Service. Das heißt also, SQL wird nicht gestartet, bevor nicht der MySQL Server gestartet ist, was einfach eine sinnvolle Voraussetzung ist. So, dann lege ich noch die chub Service entsprechend an. Auch hier hole ich mir wieder vom SQL Manual den entsprechenden Codeblock.
So, und auch hier passe ich das entsprechende Verzeichnis an. Home C-File und Home C-File. So, hier muss ich dieses After nicht mehr einfügen, weil hier steht schon drin, C-Hub darf nur gestartet werden, wenn C-File schon läuft. So, das Ganze kann man jetzt sozusagen noch aktivieren. Das wird hier geschrieben, also mit Enable aktiviere ich sozusagen den Autostart und danach kann ich über die Optionen Start und Stopp die entsprechenden Dienste starten und stoppen. Also systemctl enable C-File C-Hub. Für beide wurden jetzt die entsprechenden Symlinks angelegt und jetzt kann ich auch schon mir angucken, wie ist der Status der beiden. Okay, die sind zwar beide inactive. Dann kann ich mal beide auf Start setzen. So, und jetzt schauen wir uns mal den Status. Okay, beide stehen auf Active Running. Und jetzt sollte ich auch unter cloud.pixelrebels.de mein C-File wieder erreichen. Wunderbar. Erreiche ich auch. Ich kann mich auch wie gewohnt einloggen. Und damit ist wunderbar der Autostart, also der erste Teil, Einrichtung des Autostarts von C-File erledigt. So, kommen wir zum zweiten Teil, automatische Updates. Im Endeffekt, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Es gibt Menschen, die propagieren, sämtliche Updates sollten sofort und automatisch eingespielt werden. Birgt natürlich immer das gewisse Risiko, dass wenn irgendwelche Updates fehlerhaft sind oder zu einem Problem führen, dass man dann vielleicht irgendwann darauf hingewiesen wird von seinen Anwendern, hey, unser C-File funktioniert nicht mehr, obwohl man gar nichts getan hat. Auf der anderen Seite, naja, wenn man gar keine Updates einspielt, um sozusagen dieses Never Touch a Running System Prinzip zu folgen, naja, dann läuft man Gefahr, dass vielleicht wichtige Sicherheitsupdates für einzelne Pakete aus den Linux-Repositories einfach nicht eingespielt werden. Und im Endeffekt, welcher Admin liest regelmäßig irgendwelche Security-Announcements oder irgendwelche Security-Lists? Im Endeffekt, das ist illusorisch und deswegen gibt es eben, also bin ich ein ganz klarer Fan davon, zumindest die Sicherheitsupdates, also die als Security markierten Updates vom Linux-Betriebssystem automatisch installieren zu lassen. Und dafür gibt es unter Ubuntu ein sehr, sehr schönes Paket. Das nennt sich Unintended Upgrades, also Unintended Upgrades. Das installiere ich einfach über apt-get install. Ah, ist schon installiert, entschuldigt. Und etc apt. Und hier sozusagen die Konfigurationsdateien liegen nicht unter etc unintended upgrade, sondern etc apt apt-conf-d und dann gibt es zum einen die 50 als auch die 20 typischerweise, wenn ihr das installiert habt. Ja, gibt es doch nicht, okay. Gut, bleiben wir mal bei unintended upgrades. Hier steht jetzt praktisch drin, welche Updates installiert werden sollen. Alles, was jede Zeile, die mit einem Doppelslash beginnt, ist auskommentiert, soll heißen, mit der jetzigen Konfiguration werden nur Security-Updates eingespielt. Wenn man möchte, dass automatisch alle Updates eingespielt werden, müsste man diese Slashes hier entfernen. So, machen wir mal ganz kurz ein Unattended Upgrades Dry Run und vielleicht noch ein Debug dahinter, um einfach zu sehen, ob das funktioniert. So, und jetzt würde sozusagen, also läuft praktisch probeweise die gesamte Konfiguration durch und also man sieht, es kommt zumindest keine Fehlermeldung raus, die das Ganze jetzt irgendwie verhindern. Das heißt also, es sieht gut aus. Was man aber auf jeden Fall auch noch festlegen kann, ist, in welcher Häufigkeit das passiert. Unattended Upgrades kann noch beliebig weit, also bietet noch sehr viele andere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel auch Linux-Kernels automatisch bereinigen lassen. Manche von euch kennen das vielleicht. Es sammeln sich über die Zeit viele, viele Linux-Kernels an, die dann irgendwann die Festplatte vielleicht voll müllen oder vielleicht auch sogar das Bootverzeichnis voll müllen. Auch da bietet Unattended Upgrades die Möglichkeit, diese automatisch zu bereinigen. Da bin ich aber gar kein Fan von. Ich will jetzt nur ganz kurz die Funktion zeigen, mit, wie man das weiter konfigurieren kann. Ich suche jetzt einfach mal bei Google nach Unattended Upgrades und Ubuntu. Ja, das ist auch direkt schon hier 18.04. Genau, hier oben beschreibt nochmal, wird nochmal die Konfiguration beschrieben, mit welche Dinge man eben auskommentieren oder nicht. Man kann sich das Ganze auch per E-Mail, man kann sich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn hier irgendwas schief geht. Genau, und sozusagen das war vorhin das, was ich eigentlich gemeint hatte. Es sollte normalerweise eigentlich auch eine 20 Auto-Upgrades-Datei geben, in der man eben festlegen kann in Tagen, wann sozusagen ein Upget-Update durchgeführt werden soll, wann
ein Autoclean durchgeführt werden soll und wann sozusagen auch also die Updates oder die Upgrades auch installiert werden sollen. Genau, oder eben auch die Packages auch runtergeladen werden sollen. So, und typischerweise nehme ich einfach genau diesen Bestandteil hier und kopiere ihn in die Auto-Upgrades. Etc. Update Nano 20 Auto. Ja, ich schaue mal lieber nach. Ich glaube, die Schreibweise ist vollkommen egal, aber. So, schauen wir, ob die Berechtigungen noch irgendwie angepasst werden müssen. Nein, das sieht alles ganz normal aus. So, wir können jetzt nochmal einen Dry Run durchführen mit der Debug-Option. Ich würde euch ganz klar empfehlen, nach ein paar Tagen einfach mal zu gucken, ob wirklich auch Updates installiert wurden in den entsprechenden Logdateien. Aber wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen, wie viele Updates und wie automatisiert man das Ganze installieren lässt. Ich bin ein ganz klarer Fan davon, die zumindest als sicherheitskritisch oder als Sicherheitsupdates markierten Pakete automatisch installieren zu lassen. Genau, das war sozusagen das Thema automatische Updates. Dann würde ich zum dritten Punkt kommen, nämlich C-File-Ports einschränken. Was meine ich damit? Im Endeffekt, C-File ist ja gerade gestartet und man kann sich mit NetStub-Tulpen kann man sich anzeigen lassen, auf welchen Ports der Server aktuell irgendwelche Dienste anbietet und welche Zugriffe auch zugelassen sind. Und man sieht eben hier, naja klar, also Port 80 und 443 wird von Nginx für jeden angeboten, also die Zugriffsmöglichkeiten ist 0000, was ja auch notwendig ist, weil jeder beliebige Rechner soll über das Internet auf unser C-File zugreifen können. Auf der anderen Seite gibt es immer noch einen Dienst, nämlich der Thief-Server, der auf den Port 8082 reagiert, was ich aber gar nicht möchte. Der soll nämlich wirklich nur genau wie die anderen C-File-Dienste, wie zum Beispiel hier, auch auf 127.0.0.1 hören, weil ich möchte ja wirklich die Leute über Nginx ins System reinbringen und nicht eben direkt ans System rankommen lassen. So, wo findet man diese Konfiguration? Die gesamten C-File-Konfigurationsdateien liegen unter dem Installationsort von C-File, in unserem Fall Home C-File und dann im Unterverzeichnis Conf. Ihr erinnert euch vielleicht auch, dieses Sonderverzeichnis Conf liegt außerhalb der C-File-Ordner, der Versionsordner, so dass wir halt eben auch Update sicher sind. Das heißt also, alles, was ihr dort konfiguriert, wird von jeder Version zur nächsten durchgetragen. So, die entsprechende Konfiguration findet ihr unter der C-File-Conf. Und hier ist eben der Port 8082 schon angegeben. Und was ich jetzt eigentlich noch möchte, ist eben, ich glaube, der Parameter heißt Hostname 127.0.0.1. Ich kann aber auch gerne noch mal im Menü kurz schauen. C-File, File, Server. Genau. Ah ne, Host. Einfach nur Host. Gut, dass ich noch nachgeguckt habe. Und jetzt genügt es einfach hier ein C-File, systemctl restart C-File chup. Das heißt, ich musste jetzt gar nicht mehr den Benutzer wechseln, vom Root-User zum C-File-User hin und her. Das Ganze kann ich jetzt eben bequem über den Root-User machen. Und wenn ich jetzt wieder ein Netstat ausführe, dann sollte man sehen, wunderbar, der C-File-Dienst reagiert jetzt nur auf Anfragen von sich selbst. Soll heißen, die einzige Zugriffsmöglichkeit von außerhalb des Servers auf das C-File-System geht nur über den Port 443 über Nginx und über den Port 80 von Nginx. Wunderbar. Oh, jetzt hat sich mein Tablet ausgeschaltet. Ich hoffe, ich kann das wieder einfach zurückbringen. Okay, ihr müsst euch das Bild jetzt einfach vorstellen. Wir waren bei dem Punkt angekommen, Basic Firewall, also dem vorletzten Punkt. Im Endeffekt, ich möchte jetzt auch noch eine zusätzliche Firewall installieren, die wirklich so konfiguriert ist, dass sie nur Anfragen von außen auf dem Port 22, 80 und 443 zulässt. Nicht, dass die jetzige Konfiguration es wirklich erfordern würde, aber stellt euch vor, ich installiere jetzt noch irgendeinen weiteren Dienst, der automatisiert irgendeinen Port öffnet und nach außen öffnet, wenn ich das sozusagen vergesse, diesen entsprechend abzusetzen, dann ist dieser Dienst von außen erreichbar. Und ich möchte eben ganz bewusst das eben unterbinden und das mache ich mit einem apt-get
Install UFW. UFW ist sozusagen eine Firewall unter Ubuntu. Und mit UFW-Status kann ich mir anzeigen lassen, wie der Status dieser Firewall ist. So, ich bin ein großer Fan von, ich setze die ganze erstmal zurück und sage Reset, Yes. So, dann sage ich, standardmäßig sollen alle Anfragen von außen, die sozusagen nicht eine Antwort sind auf eine Anfrage, gestoppt werden oder unterbunden werden. Ich möchte UFW Default Allow Outgoing, also der Server soll immer die Möglichkeit haben, nach außen hin Verbindungen aufzubauen. So, und jetzt sage ich, welche Dienste möchte ich erlauben, nämlich ich möchte den Port 22 erlauben. Das ist ganz wichtig, wenn ich den nicht erlauben würde, dann könnte ich mich nicht mehr per SSH mit dem Server verbinden und dann müsste ich gegebenenfalls entweder bei meinem Hoster wieder auf einen alten Snapshot zurückspringen oder im Zweifelsfall den CFL-Server neu aufsetzen. So, und UFW Allow 443, wunderbar. Und dann sage ich UFW Enable. Er fragt jetzt echt wirklich nochmal nach, möchtest du das wirklich? Nicht, dass du was vergessen hast und dann zum Beispiel irgendwie SSH-Verbindungen unterbunden werden. Nein, ich bin mir sicher, dass das alles richtig ist. Und jetzt sehe ich mit einem UFW-Status, okay, die Firewall ist aktiv und es sind nur die Ports 2280 443 offen. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt noch irgendwelche weiteren Dienste installiere, wie zum Beispiel eine Postgres-Datenbank oder irgendwelche anderen Web-Services, die auf irgendwelchen Ports irgendwas anbieten, dann werde ich über das Internet nicht auf diese Ports direkt zugreifen können. Das heißt also, wir haben jetzt sozusagen eine doppelte Absicherung. Sowohl unterbinden wir allen einkommenden Traffic, als auch, dass wir sagen, wir bieten auch nur die Dienste entsprechend an. Also doppelt gemoppelt hält besser an dieser Stelle. So, wunderbar. Und dann kommen wir auch schon zum letzten und wahrscheinlich auch umfangreichsten Teil. Ich werde relativ viele Detailinformationen geben, einfach um euch auch die Möglichkeit zu geben, selbst entscheiden, was ihr absichern wollt. Grundsätzlich ist es so, wir wollen jetzt die jetzigen noch offenen Ports 22, 80 und 443 absichern. Im Endeffekt, ihr habt sicher schon davon gehört, im Endeffekt, sobald man eigentlich einen V-Server im Internet anbietet und der auf einem SSH-Port hört, hat man eigentlich innerhalb von Minuten die ersten SSH-Brute-Force-Angriffe. Einfach, das sind automatisierte Skripts, die prüfen, antwortet irgendein Server auf den Port 22 und dann geht sofort die Anfragerei los mit Root und irgendwelchen Benutzernamen-Kombinationen. Deswegen, was empfehle ich euch an dieser Stelle? Den SSH-Zugang sollte man ganz bewusst und ganz umfangreich absichern. Eine Sache, die ich auf jeden Fall immer mache, ist apt-get install fail-to-ban. Fail-to-ban ist ein Log-Analyse-Tool, was nichts anderes macht, als es prüft die entsprechenden Log-Dateien auf fehlerhafte Login-Versuche. Und wenn zu viele Login-Versuche von einer derselben IP kommen, dann werden zukünftig diese IP-Zugriffe unterbunden. Das heißt also, man sperrt nicht jeden aus, sondern man sperrt nur die anfragende IP-Adresse aus, die eben zu häufig fehlerhafte Logins produziert hat. So, wie kann man sich das anzeigen? Man gibt hier einfach fail-to-ban-client-status ein und ich sehe, es gibt momentan ein Jail. Ich komme gleich dazu, was ein Jail ist und was ein Filter ist. Und man sieht, standardmäßig bietet fail-to-ban eben die Möglichkeit oder ist so konfiguriert, dass SSH automatisch abgesichert wird. Log fail-to-ban, wenn man sozusagen sich den Detail ansehen will, kann man sich auch die Log-Dateien von fail-to-ban ansehen. Und hier sieht man schon, naja, also er hat direkt gefunden, also von der IP 4068, 153, 124 gab es SSH-Zugriffsversuche. Hier gab es weitere Zugriffsversuche und die waren schon so häufig, dass eben diese IPs jetzt schon gebannt sind. Und man kann natürlich festlegen, wie lange diese entsprechend geblockt sind. Und irgendwann werden die sozusagen wieder freigegeben und wenn dann wieder weitere Zugriffsversuche kommen, werden die automatisch wieder gesperrt. Das ist wirklich ein unglaublich wichtiger Schutz, der aber nicht alleinig sozusagen genügt, sondern was ich eigentlich auch typischerweise immer mache, ist, dass ich den SSH-Zugang, den Login über SSH wegnehme vom Root-User hin zu einem dedizierten anderen User. Wie mache ich das? Indem ich einfach hingegangen bin, @user_datamate beispielsweise, dann habe ich einen anderen User im System, den füge ich meistens noch der Sudo-Gruppe hinzu, zwangsläufig füge ich den der Sudo-Gruppe hinzu und dann kann ich hingehen und sagen SSHD-config, ich suche mal ganz kurz, permit root login no, also ich erlaube den direkten root login nicht mehr, ich deaktiviere den und ich gebe bewusst an, welche User sich überhaupt nur per SSH verbinden können.
Das heißt also, alle Zugriffsversuche von irgendwelchen anderen Usern im System werden pauschal abgeblockt und auch der Root-Login ist nicht erlaubt, sondern der einzige User, der eben sich verbinden darf, ist der DataMate-User und der darf sich dann eben durch sudo su Root-Rechte holen und dann im System alles machen. Genau, wichtig, wenn ihr das geändert habt, macht einmal eine SSH-T für das Testen der Konfiguration. Solltet ihr irgendeinen Fehler gemacht haben in eurer Konfiguration und hier irgendwie, keine Ahnung was, irgendwas Blödes reingeschrieben haben, dann sollte eine Fehlermeldung auftauchen, mit welcher Zeile, in der irgendwas Blödes eingetragen ist. Und sobald ihr das wieder korrigiert habt, kommt keine Fehlermeldung und dann könnt ihr wirklich mit Service SSH Restart den Dienst neu starten. So, das heißt also, den SSH-Dienst haben wir jetzt durch zwei Dinge abgesichert. Wir haben zum einen den User-Kreis dramatisch reduziert und vor allem weggenommen von dem klassischen Root-User, der auch einfach den meisten Angriffen unterliegt. Und wir haben durch Fail-to-Ban eine Log-Analyse eingebaut, um die Zugriffe auf SSH, einfach die vielfältigen Zugriffe, das automatisierte Ausprobieren, einfach zu unterbinden. So, kommen wir, gehen wir weg von SSH, kommen wir hin zu C-File. Bei C-File gibt es meiner Meinung nach vier Dinge, die man entsprechend absichern muss. Der erste Punkt, den man absichern kann, ist die Anmeldung über die Web-Oberfläche. Das heißt also, genauso wie man bei SSH einfach durch blindes Ausprobieren an Zugangsdaten kommen kann, kann man das bei C-File auch machen. C-File schützt sich an der Stelle dadurch, dass es bei zu vielen fehlerhaften Zugriffen irgendwann ein Capture anzeigt. Das heißt also, ab sofort werden Zugriffe nicht mehr erlaubt, sondern nur noch, wenn ich auch zusätzlich dieses schlecht lesbare Capture angebe, dann werden überhaupt die Anmeldungen zugelassen, ansonsten wird es unterbunden. Das ist schon ein ganz guter Standardschutz. Trotzdem würde ich noch empfehlen, dass man auch diesen Login mit Fail-to-Ban entsprechend zusätzlich absichert. Das heißt also, selbst wenn dann jemand den Login vielleicht irgendwie automatisiert auslesen kann oder dass sich wirklich die Mühe macht, das Ganze auszuprobieren, dass, wenn er dann eben zu viele fehlerhafte Zugriffe hat, auch entsprechend gebannt wird. Und dann deswegen gehe ich jetzt noch ein bisschen detailliert auf Fail-to-Ban ein, versuche ein bisschen zu erklären, wie die Struktur ist und dann könnt ihr auch entsprechende Filter selber bauen. Also die gesamte Konfiguration erfolgt unter etc fail-to-ban und hier gibt es eine jail.conf. Das ist eigentlich die zentrale Konfigurationsdatei, in der die wichtigsten Parameter drin stehen. Also unter Default steht es beispielsweise, die typische Ban-Time, egal für welchen Dienst, ist 10 Minuten. So, die Find-Time, also der Zeitraum, der in den Log-Dateien durchsucht wird, ist auch 10 Minuten. Und die Anzahl der Zugriffsversuche, bis ein Ban ausgesprochen wird, ist 5. So, wenn ich jetzt, das sind allgemeine Default-Werte, die gelten für jedes Jail, was ich definiere. Also ein Jail müsst ihr euch vorstellen als eine Art Beobachtung von einem Dienst. Und jeder Dienst, der eben beobachtet wird, oder jeder Regelset, was sozusagen definiert wird, ist ein eigenes Jail. Und jeder Jail hat einen eigenen Filter. Und dieser Filter legt sozusagen fest, auf was genau gesucht wird in den Logdateien und was dann entsprechend passiert. Und jeder Jail kann seine eigene Findtime, Bantime und Findtime, Action, genau, Bantime, Findtime und Max Retry haben. Wenn man eben in den Jails nichts Detailliertes festlegt, dann greifen die Default-Werte. So, und hier sieht man eben auch schon, das ist der SSH, D-Jail, der entsprechend aktiviert ist. Und hier gibt es noch weitere, die aber noch nicht greifen. Und was wir sozusagen jetzt machen, oder was wir hier machen könnten, also hier gibt es schon ganz viel vordefinierte Standardapplikationen, die man darüber schützen kann. Und wir werden hier noch weitere hinzufügen. Und wie man das genau macht, ist auch im C-File-Manual beschrieben. Wenn man hier einfach mal nach Fail-to-Ban sucht, dann wird erst kurz erklärt, was ist Fail-to-Ban. Es wird erklärt, dass es in der Log-Datei nach Einträgen sucht. Dann wird noch empfohlen, okay, man sollte eigentlich die Zeitzone entsprechend anpassen, dass auch die Uhrzeit in den Log-Dateien richtig gesetzt ist. Und dann wird eben beschrieben, okay, in der Jail, okay, hier steht jail.local, komme ich gleich noch drauf, wird eben ein neues Jail definiert, nämlich C-File. Es wird aktiviert, dieses Jail. Es horcht auf den Ports HTTP und HTTPS. Hier könnte auch irgendeine Portnummer drin stehen.
Der Filter, der sozusagen gleich angewendet wird, ist die C-File Authentication. Deswegen, wenn das hier dasteht, muss es unter etc fail-to-ban filter-d eine Datei geben, die heißt cfile-out.conf. Und in der ist dann beschrieben, was in den Logdateien gesucht werden muss und was dann am Ende zu einem Ban führt. Und in dem Log-Path steht drin, in welcher Datei gesucht wird. So, und eben hier sieht man, hier wird das Default von 5 überschrieben durch ein MaxRetry gleich 3. So, warum steht hier jail.local und hier eine jail.conf? Die Logik ist ganz einfach. Wenn ich eine jail.local anlege, dann wird zuerst die jail.conf gelesen und dann die Informationen aus meiner jail.local. Das heißt, ich habe die Überschreibungsmöglichkeit einer jail.conf, also ich habe die Möglichkeit, die jail.conf zu überschreiben mit meinem eigenen Content. Warum haben die das so gemacht, die Entwickler? Ich finde den Ansatz eigentlich ganz charmant. Updates können von Fail-to-Ban die ganze Zeit durchgeführt werden. Wenn da irgendwelche Änderungen an der Konfigurationsdatei durchgeführt werden, dann findet Fail-to-Ban eben mit jedem Update immer eine Standard-jail.conf. Und alles, was man sozusagen custom drüber konfigurieren will, kann man eben in einer jail.local, wo man sich dann einfach ganz detailliert oder einfach wild austoben kann, was man da einspeichern will. So, das heißt also, gehen wir hin. Wir machen jetzt das Ganze jetzt nur exemplarisch für C-File. Wir fügen hier ein die Ups. So, also hier muss natürlich die entsprechende, der richtige Verzahn stehen zu der entsprechenden Logdatei. Das wäre bei uns home cfile logs chub.log. So, und jetzt habe ich ja schon gesagt, wir müssen unter Filter D noch ein cfile auf.conf. Und da können wir entsprechend das hier reinpacken. Alles, was mit eben hier den Rauten beginnt, sind alles Kommentare. Das heißt, die können wir auch gefahrlos weglassen. So, und ich erkläre ganz kurz. Also im Endeffekt, er included die comment.conf. Also da kommen sozusagen Customizing-Optionen her. Und das Entscheidende ist eigentlich dieses Fail-Regs, in dem eben definiert wird, nach was suche ich in den Logdateien. So, und also er sagt, immer wenn in den Logdateien, in einer neuen Zeile, Login Attempt Limit reached und dann ein beliebiger Text kommt und dann gefolgt von einem Komma, IP-Doppelpunkt und dann einer IP-Adresse, dann ist das ein Treffer. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, wir hatten ja Home C-Hub, nee, C-File Logs C-Hub.log. Hier kann man es schon sehen. Also er sucht nach genau diesen Zeilen. Login, Attempt Limit Reached. Dann kommt eben ein beliebiger Capture, weil das hier kann immer ein bisschen abweichend sein. Und dann kommt irgendwas mit IP-Doppelpunkt. Und es muss in der Logdatei eben auch eine IP-Adresse drin stecken, sonst hat er ja keine IP-Adresse, gegen die er einfach sich irgendwie schützen kann oder die er dann am Ende blocken kann. So, und wenn ich das jetzt systemctl restart fail to ban. Dann Fail-to-Ban-Client-Status habe ich jetzt eben einen neuen Jail hinzugewonnen, 2. Und ich kann jetzt eben hier sehen cfile und ssh. Und jetzt sieht man eben hier nach meinem Neustart cfile und sshd wurden neu gestartet. Jetzt liest er auch die entsprechenden Logdateien ein. Und wenn er dann irgendwelche Einträge findet, dann wird dieser anfragende IP-Adresse auch entsprechend gesperrt. So, damit steht, also wenn man sozusagen diese Anleitung hier im cfile-Manual folgt, kann man den Login-Screen von cfile zusätzlich noch mit einem Fail-to-Ban absichern. Also nicht nur einen Capture, sondern noch zusätzlich eine Fail-to-Ban-Funktion abbilden. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir haben 4 Stellen. Ich bin der Meinung, es gibt noch 2 weitere, noch 3 weitere, ehrlich gesagt, bei cfile, die man noch beachten muss. Das eine ist der sogenannte WebDAV-Zugriff. Der ist standardmäßig bei cfile deaktiviert, kann aber unter home cfile-conf cfdAV aktiviert werden. Man würde hier einfach beispielsweise ein True einsetzen. Ja, wir machen das per FastCGI. Und hier gibt man das Verzeichnis an, unter dem der WebDAV-Zugriff erreichbar sein soll. Wichtig, das Ganze muss auch entsprechend in der Nginx-Konfiguration hinterlegt sein, das heißt Available Default.
Also auch da im Endeffekt, man geht einfach ins Manual, sucht nach WebDAV. Genau, also sozusagen in der sieve.conf haben wir das Ganze auf Enabled gesetzt. Hier wird es für Nginx empfohlen, beschrieben, wie es gemacht werden. Genau diese Änderung habe ich gerade vorgenommen. Und dann würde man eben genau diese Location sieve.conf noch hinzufügen. Ach komm, machen wir es einfach. So, kontrollieren wir mal ganz kurz, ob das alles richtig ist. Also, er macht dann er leitet die Anfragen weiter an 127.0.0.1 Port 8080. Das ist vollkommen okay. Wo schreibt er die Logdateien hin? Unter varlog nginx. Hier wäre jetzt zu überlegen, ob man das Ganze nicht unter home cfile logs schreiben lässt, damit man alle cfile bezogenen Logs dort hat, aber wobei es gibt auch Nginx-Log, die liegen unter var-log Nginx. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache, aber das Entscheidende ist eigentlich, man startet Nginx einmal neu. Und jetzt müssen wir natürlich auch cfile neu starten. Und dann haben wir unter dem Unterverzeichnis cfdav eine Zugriffsmöglichkeit auf cfile über webdav. WebDAV ist dann zum Beispiel ganz spannend. Man kann WebDAV zum Beispiel mounten in irgendwelche anderen Systeme. Es gibt Apps wie zum Beispiel Notability, die WebDAV verwenden, um darauf zuzugreifen. Also WebDAV kann eine unglaublich spannende Ergänzung sein. Aber jetzt kommt eben das Besondere: dieser WebDAV-Zugriff ist nicht zusätzlich abgesichert. Das heißt, wenn ich jetzt hier cfdav komme, fragt natürlich cfile mich nach den Zugangsdaten. Aber hier kommt bei zu vielen Fehlversuchen keinerlei Capture. Auch werde ich nach zu vielen Fehlversuchen nicht automatisch irgendwie gebannt. Das heißt also, auch für WebDAV benötigt man definitiv irgendeine Schutzfunktion, damit nicht ein Anwender sich über WebDAV die Zugangsdaten durch wildes Ausprobieren ausfindig machen kann, um sie dann eben an der Weboberfläche verwenden zu können. So, und wir haben ja vorhin gesagt oder gerade eben definiert, unter var log Nginx gibt es jetzt eben hier ein cfdav Access Log. Und hier sieht man jetzt schon, es gibt entsprechende Einträge, nämlich bei jedem fehlerhaften Zugriff kommt hier ein neuer Eintrag hinzu. Und zwar in Form IP-Adresse. Dann kommt sozusagen Benutzername. Das interessiert mich aber eigentlich vollkommen gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, hier cfdav, der Fehlercode 401, also für not authorized. Und das heißt, wir würden jetzt sozusagen mit diesen zwei Informationen hier, der IP-Adresse, dem get cfdav und dem Fehlercode 40401, einen neuen Jail bauen mit einem neuen Filter in Fail to Ban, um dann auch diese Zugriffe zuverlässig zu unterbinden, wenn eben zu viele fehlerhafte Zugriffe kommen. Ich würde unten vorschlagen, dass ich unten in den Kommentaren unter dem Video einfach die entsprechenden Filter reinposte, dass ihr das, weil diesen Filter findet ihr nicht im cfile Manual, den findet ihr nur unten in den Kommentaren. So, das war jetzt sozusagen Punkt Nummer 2. Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, den man in cfile absichern muss. Es gibt nämlich noch die cfile API. Und auch die, anders, die ist geschützt. Aber auch dort kann man vielleicht den Schutz noch verbessern. So, lasst mich das kurz erklären, was ich damit meine. Also die cfile API funktioniert prinzipiell total einfach. Im Endeffekt, man macht einfach eine entsprechende Curl-Abfrage gegen die URL des cfile-Systems und dann API2 und dann Auth-Token mit den Parametern Benutzername und Passwort. Und wenn diese erfolgreich sind, diese Kombination richtig ist, dann kriegt man von cfile den Zugangstoken zurückgeliefert. Und dieser Token ist wie ein dauerhaft gültiges Passwort. Soll heißen, dieser Token steht für die Kombination Benutzername und Passwort. Und das heißt, bei jedem zukünftigen API-Abfrage, wie zum Beispiel jetzt hier, mach mir zum Beispiel mal eine Ping-Abfrage oder gib mir zum Beispiel die Anzahl der User im System zurück, muss ich immer den Token mitgeben. Und nur wenn ich einen gültigen Token mitgebe, den ich eben durch diese Abfrage einmal ermittelt habe, kann ich überhaupt Informationen von der API zurückbekommen. So, und jetzt ist es so, dass man natürlich auch hier wieder durch das Schreiben eines Skriptes einfach wild Benutzername und Passwortkombinationen ausprobieren kann, bis man eben eine entsprechende Antwort bekommt, nämlich Token. So, ich zeige das einfach mal, dass das von jeder beliebigen Kommandozeile eben auch möglich ist. Mal so.
So, also ich will natürlich nicht cloud-sifel.com, sondern cloud.pixelrebels.de. So, und die Fehlermeldung lautet eben unable to login with provided credentials. Also das heißt sozusagen username at example.com und Passwort 12456 ist nicht richtig. Wenn ich da aber eben richtige Zugangsdaten eintragen würde, dann würde ich eben ein Token zurückbekommen. So, wenn ich das jetzt hochgradig automatisieren würde und viele hundert Anfragen pro Minute raushauen würde, dann würde CeFi irgendwann die Anfragen unterbrechen und sagen, du darfst nicht mehr anfragen. Jedoch finde ich den Wert, der dort gesetzt ist, vergleichsweise hoch angesetzt. REST Framework. Deswegen, ich würde empfehlen, wenn ihr die API nicht bewusst nutzt, dass ihr dann den Wert entsprechend runtersetzt. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, die Standardwerte sind irgendwie 60 Anfragen pro Minute. Und das heißt also sozusagen nur jemand, der mehr als 60 Anfragen pro Minute raushaut, wird überhaupt getoggelt und dann für ein paar Sekunden sozusagen werden die Anfragen unterbrochen. So, also konkret ist es so drum, können in der C-Hub-Settings entsprechend die Parameter festlegen, wie viel Pings man pro Minute absetzen darf, wie viel Authentications man abfragen darf und wie viel User Requests man abfragen darf. So, und wie gesagt, ich glaube, der Standardwert liegt irgendwo hier bei 60, 60 Autorisierung. Und genau, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man eben diesen Wert hier zusätzlich einträgt, dass man dann sagt, home cfile conf c-hub settings. Jetzt machen wir eben hier cfile 7 ganz einfach Teil 3 Security. So, wir starten C-Hub einmal neu. Und jetzt versuche ich einfach nochmal diese Curl-Abfragen zu machen. Und zwar mehrere hintereinander. Ja, und hier sieht man schon, Request was throttled, expected available in 57 Sekunden. Soll heißen, es ist wie eine Art Fail-to-Ban, wenn ich zu viele Abfragen gleichzeitig mache gegenüber der API. Dann sperrt mich irgendwann das CeFi-System aus und ich kann nicht mehr weiter abfragen. Und wenn ich jetzt eben die 39 Sekunden noch abwarten würde, dann darf ich wieder ein paar Abfragen stellen und dann werde ich wieder entsprechend geblockt. So, fragt mich nicht genau, wo festgelegt wird, wie lang man gesperrt wird, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sozusagen hier dieses Annen zu reduzieren auf 5 oder 10 pro Minute. Wobei das eben meiner Meinung nach noch nicht die gesamte Wahrheit ist, sondern auch da sollte man eigentlich zusätzlich noch einen Fail-to-Ban-Filter einbauen, dass wenn man wirklich jemanden hat, der systematisch die API dafür nutzen will, um Zugangsdaten zu erfragen, dass man auch dieses irgendwann unterbindet. Weil es ist einfach ein Gesetz der Zeit, wenn man nur genug Zeit hat, um beliebige Passwörter auszuprobieren, kommt man irgendwann zum richtigen Passwort. Und ja, es ist zwar nett, dass es jetzt irgendwo hier getoggelt wird. Aber ihr seht, also ich kann halt, obwohl ich jetzt schon sozusagen sehr restriktive Annahmen getroffen habe, immer noch sozusagen Abfragen hier starten. Und das, jetzt bin ich halt eben nur für eine Minute raus. Bei Fail-to-Man ist man halt eben 10 Minuten beispielsweise raus, was natürlich die Dauer des Ausprobierens massiv verlängert. So, auch hier würde ich wieder den entsprechenden Filter unten am Ende des Videos in den Kommentaren reinschreiben. Wie gesagt, entweder sozusagen hier dieses RESTful API die Werte runtersetzen. Oder vielleicht sogar, was man auch machen könnte, man könnte über Fail-to-Ban das Ganze absichern. Jetzt, wo ich gerade drüber rede, wäre es vielleicht auch möglich, dass man sagt, die API-Abfragen werden auf Nginx-Ebene schon abgefragt. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht, weil ich nutze die API nämlich vergleichsweise viel. Wichtig ist auch, wenn man die API nutzt, müssen diese Werte sogar deutlich angehoben werden. Jetzt nicht unbedingt die Authentifizierungsanfragen, sondern eher die User-Anfragen. Wenn man zum Beispiel irgendwie eine eigene Weboberfläche für CeFi baut, dann hat man locker irgendwie 10, 20 User-Anfragen, API-Anfragen bei jedem Seitenaufbau. Genau, das war sozusagen Punkt 3 und jetzt kommen wir sozusagen zum Punkt 4, was man potenziell bei CeFi angreifen kann. Das sind die Upload- und Download-Links. Also im Endeffekt, was meine ich damit? Ja, falsch. Cloud-Pixel-Rebels.de. So, ich melde mich einfach mal an. Bei jedem Link, den ihr erzeugt, sei es ein Upload- oder ein Download-Link,
wird eben hier ein entsprechender Link angezeigt. Download-Links haben immer ein Slash D für Download, ein Upload-Link hat immer ein Upload-D für Directory und es gibt, wenn man sozusagen jetzt, hier habe ich ja ein Directory, Entschuldigung, D für Directory, wenn ich jetzt eine einzelne Datei freigeben würde, dann wäre der Link entsprechend F für File. Und dann kommt standardmäßig immer ein 10-stelliger Code. So, man kann diese Länge des Codes definieren. Nee, das ist nicht. Hier, genau. Share Link Password. Nee, das ist noch das Passwort. Also, es geht auf jeden Fall, dass man diesen automatisch erzeugten Link verlängert. 10. Ich suche jetzt wahrscheinlich einfach nur an der falschen Stelle. Entweder definiere ich sie nicht in der C-Hub-Settings, sondern vielleicht in irgendeiner anderen Konfiguration. Also, lassen wir es einfach mal stehen. Ich bin der Meinung, dass man diesen Link verlängern und verkürzen kann. Ehrlich gesagt, die wenigsten Leute machen das. So, und jetzt könnte man natürlich ausrechnen, wie viele Kombinationen gibt es von 10 möglichen Stellen, alphanumerisch von 0 bis 9 und A bis F meines Wissens. Naja, da gibt es schon eine ganze Menge, aber auch das könnte man natürlich systematisch ausprobieren und auch da gibt es keine wirkliche Gegenmaßnahme von C-File. Das heißt also, ein System mit irgendwie vielen hundert Usern, die viele, viele Download-, Upload- und File-Links erzeugen, ist die Treffermöglichkeit natürlich schon gegeben. Klar, das kann man auch irgendwie eingrenzen, dadurch, dass man irgendwie zum Beispiel standardmäßig ein Passwort erzwingt oder eine Befristung hinzufügt, aber potenziell ist es einfach eine Gefahr, dass man es durch Ausprobieren einfach an gültige Links rankommt. Und auch da hilft einem Fail-to-Ban weiter, dass man bei fehlerhaften Zugriffen, weil man sieht es ja hier, wenn ich jetzt hier diesen Link hier kopieren würde und aufrufen würde und irgendwie eine Stelle austausche, dann führt das natürlich zu einer Fehlermeldung im Nginx-Log und auch das kann ich mit dem entsprechenden Fail-to-Ban-Filter abgreifen, sozusagen loggen und dann die IP-Adressen entsprechend sperren. Man muss nur aufpassen, dass man die Regeln hier nicht zu scharf stellt, sonst kann man gegebenenfalls sich vielleicht irgendwie User aus dem System aussperren, obwohl sie nur ganz normal C-File benutzen, weil sie halt vielleicht irgendwie einen Link aus Versehen angeklickt haben, der gar nicht vorhanden ist oder weil zum Beispiel irgendwelche Thumbnails im C-File noch nicht erzeugt wurden. Also da muss man ein bisschen aufpassen, aber auch hier werde ich die entsprechenden Filterregeln am Ende des Videos in den Kommentaren einfach anzeigen. So, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Der letzte Teil war jetzt wirklich sehr, sehr ausführlich und mit sehr vielen Details versehen, aber es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Das Thema Security von C-File ist, da sollte man nicht unterschätzen und es wäre fahrlässig, einfach nur zu sagen, naja, die Standardfähigkeiten von C-File sind vollkommen ausreichend. Ja, die mögen ausreichend sein, wenn man kein WebDAV aktiviert hat und wenn man irgendwie nicht viele User im System hat. Die API schützt sich, die Web-Oberfläche schützt sich, aber naja, im Endeffekt, solche Systeme haben eigentlich die Tendenz, sie werden einmal installiert, sie werden am Anfang einmal konfiguriert und danach werden sie nie wieder groß angefasst, beziehungsweise man kümmert sich im Nachhinein nicht mehr um solche Security-Themen. Und deswegen einfach meine Anregung, nehmt euch die Zeit, euch am Anfang darüber Gedanken zu machen, wie ihr euer C-File-System absichern wollt, sichert alle Dienste, die nach außen hin vom Server freigegeben werden, ab, indem ihr so wenig wie möglich nach außen freigebt, wirklich nur das, was ihr freigeben wollt, in einer Firewall öffnet und dann versucht sozusagen fehlerhafte Zugriffe oder das systematische Ausprobieren von fehlerhaften Zugriffen zu erkennen und dann entsprechend zu unterbinden. So, das war Teil Nummer 3 von C-File 7 ganz einfach. Es ging heute um das Installieren von Komfortfunktionen wie dem Autostart von C-File und der zusätzlichen Absicherung des C-File Servers. Und ja, in den nächsten Tagen geht es weiter mit weiteren Videos und dann konkreter auf mehr Funktionen von C-File. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch diese Videos euch anseht. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt für dieses Video. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann werdet ihr auch über alle zukünftigen Videos informiert. Und ich wünsche euch oder dir noch einen wunderschönen Tag.